So Leute, willkommen zu Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Ich muss gleich zu Anfang sagen, der Boss ist schon, ich sag's mal so weit vorgespielt. Ich habe das Ganze offscreen gemacht, weil ich schaff das nicht, den Boss zu bekämpfen und dabei zu kommentieren ordentlich. Man braucht da echt volle Konzentration für. Man darf sich auch nichts anderes irgendwie ablenken lassen. Das ist echt hardcore. Ich habe das offscreen eben halt gemacht. In der Konfi war ich da noch. Und dann hieß es nach 20 Minuten, wo ist eigentlich Shadow hin? Weil man mich nicht mehr gehört hat. Und deswegen habe ich das jetzt offscreen gemacht. Ich habe noch ein kleines bisschen was an meiner Ausrüstung geändert. Nämlich hat Mario das Triumph Force bekommen. Zwar ein bisschen gefährlich, aber sonst ganz okay. Und sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Ich bin, glaube ich, noch ein Level gestiegen. Und das Einzige, was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt einmal euch hier das Bild wegnehmen. Und das könnt ihr jetzt nämlich alles gar nicht sehen. So, jetzt könnt ihr es wieder sehen. Soweit habe ich nämlich vorgespielt, bis zu der Stelle, wo sie schon relativ down ist. Weil, ja, ich euch nun mal nicht alles vorenthalten wollte. Deswegen habe ich mittendrin ein Safe State gemacht, habe das auch soweit geschafft und jetzt treten wir ihr in den Arsch. So. Lange hielt sie das jetzt auch nicht mehr aus, soweit ich weiß. Nur noch ein bisschen war das. Ja, da sieht ihr auch jetzt gleich nochmal die neue Attacke, die sie drauf hat. Nämlich die hier. Mega Danmaku-Feuer. Das, was man auch zurückschleudern kann. Was ich gut finde. Aber sonst, wenn man sich voll drauf konzentriert, dann geht der Boss wirklich. Aber das ist eben halt das Problem. Ich als Let's Player, ja, das habe ich auch raus. Ihr müsst nämlich gucken, wie ihre Augen stehen. Je nachdem, wo ihre Augen sind, dahin schießt sie auch. Und zwar, jetzt muss ich in der Luft sein, weil sie beide Augen nach unten hatte. Und dann schießt sie auch auf den Boden. Ist ein bisschen böse. Nee, komm. Du bist ja eh bald kapiert. Bist eh gleich tot. Dummes Scheißvieh. Du bist eh kacke. Und das weißt du. Aua. Aua. Autsch. No. Kann aber auch sein, dass ich jetzt trotzdem noch sterbe. Weil sie dreht jetzt eben halt nochmal richtig durch. Ja, jetzt sterbe ich sowieso. Weil da dreht sie nochmal richtig durch. Ja. Ja. Moment. Machen wir das nochmal. Load. Ja, selbst das kriege ich hin, noch zu verkacken. Sorry deswegen, aber ich weiß echt nicht, wie ich das sonst anders machen soll. Gah. Und wie gesagt, sie nimmt halt dadurch auch Schaden, wenn wir das zurückschlagen. Und wenn man die mal vorher sehen würde, ich sehe die in dem ganzen Danmaku-Gespamme da überhaupt nicht. Und zack, zack. Ja, jetzt. Die dreht richtig durch. Die dreht richtig durch. Die hat nachher gar kein Muster mehr. Gar kein Muster mehr, was wir verfolgen können. Und dann ist das einfach scheiße. Wie ihr ja seht. Die hat gar kein Muster mehr. Ihr wisst gar nicht mehr, wie euch geschieht. Da, und jetzt macht sie wieder hier. Super Danmaku. Oh. Zu früh. Jetzt geht das wieder los. Was auch eine halbe Stunde andauert. Und als ich viel Schaden drückt, guckt euch das an, wie viel Schaden die macht. Das ist auch nicht mehr lustig im Grunde. Den Kampf hätte ich euch so nicht angetan. Und ihr seht schon wieder, meine gesamte Konzentration geht in den Arsch, weil ich die ganze Zeit reden muss. Weil ich die ganze Zeit reden muss. Das ist... Ihr wisst gar nicht, wie das ist. Wenn ihr nebenbei noch reden müsst. Ihr müsst euch volle Kanne aufs Spiel konzentrieren, aber das könnt ihr nicht. Weil ihr eben halt die ganze Zeit noch irgendwie reden müsst. Ihr müsst euch... Ich muss euch ja unterhalten. Und das ist das Problem bei der Sache.
Aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Zu früh. Grün. Ihr könnt die auch schon immer bei ihr rumfliegen sehen, aber unter dem ganzen Danmaku-Gespamme sehe ich das meistens gar nicht. Das ist so heftig. Auch wenn ich nicht verstehe, warum Luigi jetzt gerade nicht mehr drankommt. Hat sie einfach mal gesagt, ne, Luigi, ich habe keinen Bock mehr, du darfst nicht mehr. Regeneriert sich andauernd. Ist ja auch so überhaupt nicht lame. Hey, ja. Es erinnert mich irgendwie an dieses eine Minispiel aus Mario Party. Es ist eigentlich eine blöde Hoffnung, aber... Ich glaube, das reicht. Doch, es reicht! Gut, ich wusste, es war nicht mehr viel. Ja, was? Warum? Mein Körper! Dankeschön! Blöb! Kevins! Oh Gott! Das ist nicht wahr! Ich... Ausgerechnet ich... Besiegt von so einem bubbeligen Klempner! Alter. Hä? Wie? Oh, ah! Ich sehe nichts mehr. Ein Toast auf die Superbrüder. Ich habe die Festung vermint. Ja, wir müssen fliehen, bevor uns alles um die Ohren fliegt. Wir treffen uns am Eingang. Du verdammter Wichser. Och komm. Das ist doch jetzt nicht witzig. Das ist echt nicht witzig, mein Freund. Ich hab das Ganze vermint. Ich bin witzig. Bist du nicht? Du bist scheiße. Och. Ach, jetzt wollte ich auch noch, dass ich Rätsel löse. Hurra! Och, ist ja ganz witzig. Lass mich raten, was passiert. Ich sterbe, wenn's... Ich darf den Boss nochmal machen, ne? Hab ich recht? Lasst mich raten, Spiel. Wenn ich das jetzt nicht schaffe innerhalb der Zeit, dann fliegt mir das Ganze um die Ohren und ich darf den Boss nochmal machen. Hab ich recht? Och, komm. Unwitzig. So. Ja... Unwitzig, Spiel. Ich hoffe für euch, dass das nicht weit ist, wo ich hin soll. Ja, okay, geht. Ein Rätsel. Schnell, wir müssen fliehen. Sehr gerne sogar. Bowser? Wo bin ich? Was habe ich hier gemacht? Uh-oh. Sorry, Mann! Wow. Blöpf. Du hast mein Bild kaputt gemacht. Oh Gott. Ich hab zuerst gedacht, das ist mein Siegeskuchen. Leb wohl, liebe Freunde. Und bitte komm mal zu Besuch im Pilzkönigreich. Nee. Und Leute, ihr habt mal fleißige Arbeit geleistet. Ich beneide euch. Oh, Todswurf. Hildeboder, warte mal, das Ding ist weiblich. Oh, ich hab's die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Prinzessin Mario und Luigi, danke. Ja, verpiss dich endlich. Nimm dieses Geschenk von mir. Wow. Ist denn schon wieder Weihnachten? Boah, es ist echt schon wieder Weihnachten. Geile Scheiße. Hä? Gesundheit. Ui. Ja, sieht so aus, als war's das. Alter, das ist mein längstes Projekt bis jetzt.
Ohne Scheiß, und dann das von einem Mario-Spiel. Also ich möchte jetzt mal meine Meinung dazu abgeben. Erstmal möchte ich sagen, nein, die anderen Teile werden nicht kommen. Das sage ich jetzt schon zum 10. Mal in diesem Projekt. Thema Ende. Auf jeden Fall. Das Spiel an sich, saugenial gemacht, muss ich echt sagen. Also, das ist mal eine ganz andere Art des RPGs. Man kann seinen Schaden, den man vom Gegner erleiden könnte, komplett minimieren oder sogar neutralisieren oder kontern. Das gab's bei nicht vielen. Die Bosse waren gut, lange, aber meistens schaffbar jetzt. Einzigster Knackpunkt ist, dass es das ganze Spiel über eigentlich sehr, sehr schaffbar war. Nur der Endboss, der war richtig brutal. Ich habe zwar schon jetzt gelesen, einige sagen, ja, ich habe den immer voll leicht geschafft und da. Leute, ihr dürft aber auch echt nicht vergessen, dass ich das Gesamte hier noch kommentieren muss. Ich kann, also wenn ich mich komplett aufs Spiel konzentriert habe, so wie ich es jetzt offscreen gemacht habe, ich war wie gesagt 20 Minuten quasi Brain AFK. Man hat echt in der Konfi gefragt, wo ist Shadow eigentlich hin, obwohl ich die ganze Zeit da war. Nur man hat es halt nicht mitbekommen, weil ich die ganze Zeit so, oh ja, wir sind so nett und lassen ihn da raus. Ja, der ist wirklich heftig, vor allem gegen Ende. Sie lernt echt andauernd neue Techniken, die auch noch sau viel Schaden machen. Ich meine zum Beispiel dieses Wirbeln mit den Armen. Ihr habt ja gesehen, ein Schlag macht gut an die 30 Schaden. Ich weiß jetzt, es kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt noch das andere Equipment anhatte, also hier das Triumph Force, was natürlich jeden Schaden verdoppelt. Aber, ja, weil man darf auch nicht bedenken, hätte ich das Triumph Force nicht gehabt, wäre mein Angriff natürlich auch nur halb so stark gewesen. Das heißt, der Kampf hätte sich nochmal ums Doppelte in die Länge gezogen. Und solche Ausdauer braucht man erstmal, also ich persönlich kann das nicht. An sich ein saugeiles Spiel. Ich habe jetzt hier nur Theater für Yoshis gespielt. Ach, ihr seid doch scheiße, Nintendo. Ganz ehrlich. Ja. Nintendo. Und jetzt? Superstar Saga. Ich spiele Mario Bros. Nee. Spielbeginn. Ach, okay. Gibt also weder New Game Plus noch sonst irgend sowas. Okay. Ich würde also hier wieder starten und könnte einfach nur noch alles machen. Ja, Leute, aber das war's von Mario und Luigi Superstar Saga. Ein für alle Mal. Und mir hat Spaß gemacht. Zeitlich weniger. Am Ende wieder sehr, dass ich am Ende 3 Stunden Blockaufnahmen gemacht habe. Das nächste Projekt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will überwiegend immer mal ein Mario-Spiel in meiner Liste haben. Das nächste wird euch, glaube ich, sehr freuen. Es ist für die Nintendo Wii und heißt Super Paper Mario. Zuerst habe ich noch überlegt, ob Ali das nicht vorhat. Dann habe ich ihn aber gefragt und er meinte, nö, kannst du ruhig machen. Ich so, yes. Und jetzt werdet ihr höchstwahrscheinlich nach diesem Projekt Super Paper Mario für die Nintendo Wii sehen. Freue ich mich auch schon sehr drauf, vor allem weil ich das bislang... Ich habe es noch nicht einmal durchgespielt. Ich habe es einmal bis zur letzten Stage gespielt und dann nie wieder. Also ich habe da einen Speicher bei mir rumfliegen, der unvollständig ist. Und es ist schon gut ein Jahr her, dass ich es gespielt habe, also ich weiß gar nichts mehr. Ich kann also sagen, es ist wieder blind. Ich werde es auch, glaube ich, als blind eintragen. Weil ich mag den Begriff semi-blind nicht. Ganz ehrlich, ich mag den Begriff semi-blind nicht. Und für ein normales LP weiß ich noch zu wenig. Also werde ich es wahrscheinlich als blind eintragen. Und ja, gut, das war's denn für Mario und Luigi Superstar Saga. Die anderen Teile werden nicht folgen, weil ich nicht ordentlich vom DS aufnehmen kann. Punkt! So Leute, das war's denn jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute.